Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge der Mario Kart Facts. In jedem Video stelle ich euch 6 Fakten vor, von dem einer ein Fake Fact ist. Es werden alle Mario Kart Spiele wie in jedem Video behandelt, die jemals veröffentlicht worden sind. Der Fake Fact von letzter Woche war Fakt 4. In Mario Kart Double Dash gibt es natürlich keinen imaginären Zaubertrank-Item-Booster, wo man die Karts in doppelte Größe verwandeln kann. Das war natürlich frei erfunden. Nun kommen die Facts für dieses Video. Wenn ihr meint, den Fake Fact gefunden zu haben, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und macht bei der Abstimmung mit, damit wir alle wissen, was du denkst, welches der Fake Fact ist. Im Mario Kart Spiel Double Dash war es das erste Mal möglich, dass man zu zweit in einem Kart fahren konnte. Das war das allererste Spiel in dieser Serie, wo es ermöglicht wurde, dass man wirklich zu zweit in einem Kart fahren konnte. In einem geheimen Entwickler-Interview verriet Shigeru Miyamoto, dass die Idee für die Regenbogen-Boulevard-Strecke in Mario Kart 64 von einem seltsamen Traum inspiriert wurde, den er hatte. Nachdem er eine Tüte Bonbons gegessen hatte, verriet ihm in dem Traum, dass er durch eine schillernde Straße fuhr und durch den Himmel schlängelte, beschloss dann, diese Vision in das Spiel einzubauen. Obwohl es nie eine offizielle Bestätigung für diese Anekdote gab, bleibt sie ein unterhaltsamer Teil der großen Mario Kart-Legende. Wir kennen ja mittlerweile in allen Mario Kart Spielen die Münzen. Wenn man Münzen einsammelt, dann wird man schneller. Aber wann wurde dieser Coin-Modus eingeführt? Das war tatsächlich in der Game Boy Advance Version von Mario Kart Super Circuit. Mario Kart Super Circuit wurde 2001 veröffentlicht, damals für den Game Boy Advance. Der nächste Fact ist powered by Tyro, unser Quizmaster der Mario Kart 8 Challenge. Ihr seid im Babypark und ihr fahrt jetzt los in die erste Haarnadel rein und dann guckt ihr geradeaus durch und dann seht ihr da so ein Kettenkarussell, ganz viele fliegende Eier und ganz da oben steht Yoshis Flying Egg. Unglaublich. So, und jetzt geht's sehr skurril weiter. In Tokio gibt es eine Firma namens Marika, wo man tatsächlich mit echten Go-Karts verkleidet als Mario Kart-Charaktere durch die Straßen von Tokio fahren kann. Die Teilnehmer, die können sogar Kostüme ausleihen, damit sie sich imaginär die rote Shells um die Ohren hauen. Ich meine, sowas ähnliches gibt es in Köln auch. Link findet ihr in der Videobeschreibung, aber das ist echt nochmal Next-Level-Shit. Jeder von euch kennt den Waluigi Pinball auf den Mario Kart DS. Das war einer der geilsten Strecken, die es überhaupt gibt, wie ich finde. Nichtsdestotrotz wurde diese Strecke basierend auf der Double Dash Version von Waluigi Arena erstellt. Waluigi hat generell sehr, sehr viele Strecken im gesamten Mario Kart Universum. Ich habe 9 gezählt. Wie viel habt ihr gezählt? Im Babypark, wenn ihr anfängt zu fahren, blablablablablab. Im Babypark, wenn ihr startet, dann kommt ihr auf eine Kettenkarussell-Kutsche-Reise, bla. Das ist auch dumm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 6, aber was ist denn der Fake Fact? Ja, das waren die Fake Facts. In einem geheimen Entwicklerinterview. Das waren die 6 Fakten für das heutige Video. Welches der 6 Fakten ist der Fake Fact? Schreibt es mir gerne in die Beschreibung oder macht bei der Straw Poll Abstimmung mit. Vielen Dank an Rick, dass du mir weitergeholfen hast und dass du mir dann Input und dein Feedback gegeben hast zum ersten Video. Ich hoffe, ihr hattet auch hier wieder Spaß. Wenn ihr hier jetzt klickt, dann kommt ihr auf die Playlisten von den Fakten und von der Bewertungskombination in Mario Kart 8 Deluxe. Ansonsten könnt ihr hier in das nächste Video klicken. Danke fürs Zusehen. Die Auflösung gibt's wie immer nächsten Freitag um 20:15 Uhr.